matt in drei Zügen. Sag mal, Thomas, hattest du eben nur Zahnschmerzen oder hast du das geahnt mit dem Matt? Ich hab's gesehen. Thomas, bitte red keinen Unsinn. Ich hab's wirklich gesehen. Du weißt, dass ich Aufschneiderei nicht mag. Geh jetzt auf dein Zimmer, wir reden später drüber. Der Junge kann überhaupt nicht Schach spielen. Der hat nur ein paar Mal zugeschaut. Ja, aber wie er geschaut hat. Na, Thomas, wie wär's mit einer Partie? Wollen wir? Oh ja. Na schön, von mir aus, komm. Aber lasst dir das eine Lehre sein, mein Junge. Beim Schachspielen kann man nicht lügen. Niemals. So. Na, dann wollen wir mal. Zeig mal, was du kannst. Wunderst du dich, dass wir ein intelligentes Kind haben? Thomas hat Fieber. Wie viel ist 17 mal 21? Stör mich nicht. Na hör mal, das sind deine Hausaufgaben und nicht meine. Habe keine Zeit für so Mist. Was überlegst du? Schach. Du hast aber gar kein Brett. Ich sehe es ganz genau. Die Bauern, die Türme, den König, die Dame. Aber mit Brett wäre es schon leichter. Deine Eltern nehmen es dir doch sofort wieder weg. Hast du Geld? Wofür? Für ein Schachspiel. Nein! Dann klaue ich es eben irgendwo. Reicht das? Schachmatt. Es tut mir leid. Was hast denn du denn? Au! Kleine Geheimnisse haben, aber...
Marie, sag mir, was da drin ist. Mühle, das ist nicht schlimm. Nein? Wir haben es oft zusammen gespielt. Wirklich? Ja. Und er lässt mich immer gewinnen. Na komm. Ich werde dieses Spiel nie mehr spielen. Ich habe keinen Hunger, Marie. Kopfschmerzen? Ein bisschen. Na komm. Gut? Ja. Was machen Sie hier am Heiligen Sonntag? Ach. Sie, was machen Sie hier am Heiligen Sonntag? Ich habe gehört, dass es sich lohnen könnte, Sie zu besuchen. Was ist denn an mir von Interesse für die Public Relation Abteilung? Ihre Arbeit? Genauer gesagt, die Arbeit, die Sie sonntags und nachts betreiben. Ach, das sind private Studien. Studien, in denen immer wieder ein Feld mit 8 Zahlen und 8 Buchstaben auftaucht. Spielen Sie Schach, Herr Dr. Rosenbaum? Schach? Nein, seit 20 Jahren nicht mehr. Schade. Ich hatte so gehofft, dass Sie an einem Schachprogramm arbeiten. Es wäre für die Firma von großem Wert. Mit einem erfolgreichen Schachprogramm ließe sich in der Werbung sehr viel machen. Haha, so, Werbung. Gut, es ist Schach. Herr Rosenmund, nehmen Sie Ihre normale Arbeitszeit dafür. Wir alle, auch die Direktion, sind sehr gespannt auf das Ergebnis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, verehrte Zuschauer zu Hause. Sport Exklusiv bietet Ihnen heute Abend etwas, was es bisher in dieser Form im Fernsehen noch nicht gegeben hat, Schach live. Und zwar Schach besonderer Art. Mensch gegen Maschine, Gehirn gegen Computer, so lautet die Auseinandersetzung heute und hier in diesem Studio.
Und wir begrüßen dazu einen Mann, dessen Namen Sie auch dann seit langem kennen, wenn Sie nicht zu den Experten des königlichen Spieles gehören, den amtierenden Schachweltmeister Igor Koruga. Guten Abend, Herr Koruga. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Wie stets in sehr charmanter Begleitung. Darf ich Sie bitten, in unserer Gästeecke Platz zu nehmen? Was mir, verehrte Zuschauer, gleich Gelegenheit gibt, Ihnen den Mann vorzustellen, der den Computer programmiert, ihm, wenn Sie so wollen, das Schachspiel beigebracht hat, Dr. Thomas Rosenmund. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Alles wie üblich, Brett, Spielfeld, Figuren, nur das Gegenüber, ungewöhnlich, ein Elektronenrechner. Und ich kann mir vorstellen, verehrte Zuschauer zu Hause, dass Sie genauso gespannt sind darauf, ob der Perfektionismus eines solchen Gerätes tatsächlich in der Lage ist, das logische Denkvermögen eines Menschen, in diesem Falle buchstäblich, matt zu setzen. Vereinbarungsgemäß hat der Mensch den ersten Zug. Herr Koruga, darf ich Sie bitten, die Partie jetzt zu eröffnen? E2, E4. Ich darf Ihnen, verehrte Zuschauer, den Vorgang dieses Spieles ganz kurz erläutern. Der erste Zug des Weltmeisters ist in den Computer eingespeist worden. Sie sehen das am Aufflackern. Und dieses Flackern des Gesamtbildes bedeutet gewissermaßen die Phase des Nachdenkens, des Überlegens bis zum Antwortzug. Hier ist er, E7, E6. D2, D4. Noch einmal, eingegeben der Zug Korugas. Die für meine Begriffe relativ lange Phase des Rechenvorganges. Der Antwortzug D7, D5. B1, D2. Soweit ich das beurteilen kann, eine konventionelle Eröffnung. Der Weltmeister hat einen Springer herausgezogen. Die Antwort des Computers, A7, A6. Nach etwa 25 Minuten, die bis jetzt gespielt sind, und nach 18 Zügen, selbst für einen Sonntagsspieler wie ich, ist bin erkennbar, Vorteile für den Weltmeister. Und ich bin sehr gespannt, wie der Computer auf den letzten Zug Korugas nun reagieren wird. Wie gesagt, die Denkphase ziemlich lange, hier kommt diese Reaktion. Er zieht die Dame von B6 nach A5. F6 auf E7. Schach. Zum ersten Mal in dieser Partie mit dem 19. Zug Schach geboten. Und ich bin sehr gespannt, wie der Elektronenrechner jetzt reagiert. Koruga, für mein Gefühl gelassen und überlegen wirkend, verständlicherweise nervös, angespannt, sein menschlicher Widerpart, der das Programm für den Computer erstellt hat. Die Spannung hier im Raum, und ich kann mir vorstellen, auch bei Ihnen zu Hause, wird greifbar, dichter. Die Partie ist zweifellos kurz vor Ihrer Entscheidung. Und da ist diese Entscheidung. I lose. Der Elektronenrechner gibt auf. Der Computer hat nach dem 19. Zug aufgegeben. Sieger, Weltmeister Igor Koruga. Ich gratuliere. Erlauben Sie mir, verehrte Zuschauer, eine kurze Schlussbemerkung zu dieser Partie. Ich bin ganz einfach froh darüber, dass das Menschliche dem elektronischen Gehirn doch eine Spur überlegen gewesen ist. Ungeachtet dessen sollten wir uns bei dem Mann auch bedanken, der dies hier ermöglicht hat, bei Dr. Thomas Rosenmund. Gratulieren. Aber gratulieren kann man nur für Sieg. Für einen Sieg braucht man Gegner. Das war kein Gegner.
Hast du es gesehen? Nein. Ich weiß immer, wann du lügst. Du hast es gesehen. Ja. Thomas. Nicht du hast gegen ihn verloren, sondern die Maschine. Siehst du den Unterschied nicht? Nein. Ich werde es selbst tun. Schach spielen? Koruga schlagen. Aber du hast mir versprochen, nie mehr zu spielen. Das war falsch. Ich hätte damals weiterspielen sollen, dann wäre es jetzt einfacher. Es tut dir nicht gut. Der Schach macht dich das krank. Das mag ja sein, aber ich kann es doch nicht ändern. Thomas, sei vernünftig. Koruga ist ein Berufsspieler. Wie willst du ihn schlagen? Indem ich es genauso mache wie er. Ich würde Schach spielen. Schach spielen! Nichts als Schach spielen! Ich würde Theorien studieren. Ich würde Turniere spielen. Und eines Tages... Aber du hast einen Beruf! Nein, nicht mehr. Ich habe im Zug einen Kündigungsbrief geschrieben und den Bahnhof eingeworfen. Thomas, du bist wahnsinnig. Möglich. Du kennst mich. Ich kann nicht verlieren. Ich kann es einfach nicht. Was wird aus uns? Zwischen uns wird sich nichts ändern. Sorg dich nicht. Schach wird dir kein Glück bringen. Es geht nicht um Glück. Warum tun Sie das? Und turnen dauernd hinter meinem Rücken herum? Warum stellen Sie die Figur in den Rand des Felds und nicht in die Mitte? Ich kann so nicht spielen. Dann lassen Sie es doch, junger Mann. Begabt sind Sie, sehr begabt sogar. Das habe ich gleich bei der ersten Partie gemerkt. Nur, das genügt nicht. Begabt war ich auch. Aber ich hatte zu schwache Nerven. Spielen wir noch eine Partie? Die haben mich fertig gemacht. Nicht mit ihrem Schachspiel, sondern mit üblen Tricks, Gemeinheiten. Natürlich kann man protestieren, aber jeder Protest geht auf Kosten der eigenen Nerven. Zu meiner Zeit wurde Moreno Weltmeister. Ich liebe gutes Benehmen, korrekte Kleidung und vor allem Hygiene. Moreno kam schmutzig, unrasiert, schlampig gekleidet. Seine Fingernägel waren unsauber, als habe er im Dreck gewühlt. Als ich mich bei der Presse darüber mokierte, begann er am Spieltisch, sich die Nägel mit einem Streichholz zu säubern und anschließend damit in den Zähnen zu stochern. Ich ekelte mich und verlor.
Trainieren Sie mich oder nicht? Ich bin nicht billig. Ich zahle, was Sie verlangen. Ich weiß alles über Schach. Und was ich nicht im Kopf habe, das habe ich da drin, in meinen Büchern. Ich weiß, Sie sind ein großer Theoretiker. Begabung, Theorie, Nerven, aber es braucht noch mehr. Wie steht es mit Ihrer Ausdauer? Zähigkeit. Da, wo Sie hinwollen, das wird lange dauern. Sehr lange. Und eine, nur eine einzige Gedankenlosigkeit. Ein einziger Fehler. Und alles war umsonst. Es wird keinen Fehler geben. Gut. Wenn Sie diese Partie gewinnen, trainiere ich Sie. Herr Lindford, Thomas Rosenmund hat in den letzten 3 Jahren nur 4 Partien verloren. Er hat Großmeister wie Schwedeborg, Lato und Puchta nicht nur besiegt, sondern vom Brett gefegt. Was sind die Gründe für diese einzigartige Erfolgsserie? Man hat oft und vergeblich versucht, Genie zu erklären. Warum sollte das ausgerechnet mir gelingen? Herr Dr. Rosenmund, ich heiße Sie im Namen des Weltschachbundes in Opatia willkommen. Bitte, Herr Rosenmund. Ich bin der Oberschiedsrichter. Ich freue mich, dass Sie mich akzeptiert haben. Guten Tag. Ich hoffe, Sie werden ein leichtes Amt haben. Ich nehme an, Sie beide muss ich nicht miteinander bekannt machen. Nein, nein. Wir kennen uns durch gemeinsamen Freund. Er war leider ein bisschen dumm. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe gespielt gegen Computer, verprogrammiert von Herrn Rosenmund. War ein bisschen albern. Aber sehr lukrativ. Für Sie? Ich will Ihnen etwas beraten. Geld ist der wirkliche Grund, warum ich Weltmeister geworden bin. Ich lebe über meine Verhältnisse. Sie auch? Nein. Dann verstehe ich nicht. Warum Sie sich hier? Dann brauchen Sie nicht Weltmeister zu werden. Meine Herren, ich bin verpflichtet, Ihnen noch einmal die Regeln bekannt zu geben, die wir alle kennen. Sieger und Weltmeister ist, wer als erster 6 Partien gewonnen haben wird. Remis-Partien werden nicht gewertet. Die Dauer des Kampfes wird nicht sehr lang, ja? Weil ich will feiern. Karneval in Rio.
Herr Schiedsrichter, ich protestiere. Ich protestiere entschieden und zum letzten Mal. Wenn die Kameras nicht verschwinden, reise ich ab. Aber Herr Rosenmund... Die Zuschauer gehören weiter zurück. Ich fühle mich durch Sie bedroht. Und außerdem sind Sie zu laut. Dieses Licht ist unerträglich. Das blendet mich und wird vom Tisch reflektiert. Ich verlange ein anderes Brett, höhere Figuren. Diese Figuren sind im Verhältnis zu den Feldern zu klein. Das habe ich Ihnen schon dreimal gesagt. Der Tisch ist auch zu hoch. Ich kann an ihm meine gewohnte Haltung nicht einnehmen und werde gezwungen, verkrampft zu sitzen. Ich will einen anderen Tisch. Haben Sie mich verstanden? Ach, Herr Rosenmund, ich bitte Sie, sich zu mäßigen. Ich werde unter diesen Bedingungen nicht weiterspielen. Bitte, bitte, Ruhe, Ruhe. Da die ersten 40 Züge gemacht sind, entspricht es den Regeln, dass wir die Partie morgen um 9 Uhr fortsetzen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ja. Dann darf ich um Ihren Abgabezug bitten, Herr Kruger. Bitte. Herr Oslo. Ich möchte Sie bitten, Forderungen von Herrn Rosenmund in allen Punkten zu respektieren. Kannst du wenigstens mal versuchen? Nein, es geht nicht klein. Es geht nur mit Gewalt. Du kannst nicht den Kreis quadrieren. Nein, kann ich das nicht? Nein. Es ist 4 Uhr, du sollst versuchen, ein paar Stunden zu schlafen. Ich verliere, Robert. Nicht? Weiß nicht. Doch, doch, du weißt es. Du glaubst es zu wissen. Warum bist du so feige? Wenn du es weißt, so sag es doch. Sag es! Ja. Ich glaube, du wirst verlieren. Ich hasse dich. Du bist so klein, so feige, alt. Es ist nicht nur das Alte, du warst schon immer so. Ich habe alle deine Partien nachgespielt. Sie sind genauso wie du. Klein, feige. Dreck!
Ich bin dir nicht böse. Ich weiß, wie weh es tut, wenn man verliert, so kurz vor dem Ziel. Ja, das weißt du. Ich gratuliere. Danke.
Vanja Bašt. Putnički vlak iz Rijeke stoji na prvom peronu. Polazak iz Opatije za Ljubljanu 10 sati i 30 minuta. Darf ich Feierhaus etwas sagen? Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass Sie gekommen sind. Warum? Tja, er steht schlecht. Koruga hat 5 von 6 Punkten, die er braucht. Thomas hat nur 4. Ja, ich weiß. Noch eine Niederlage und es ist aus. Seit 2 Wochen spielen sie Remis. Remis. Koruga ist präzise wie eine Maschine. Er hat die besseren Nerven. Er wartet nur darauf, dass Thomas irgendwann einen Fehler macht. Die Zeitungen schreiben, Thomas sei ausgelaugt, müde, einfallslos. Tja, Marie. Er hat sich verändert. Er ist nicht wiederzuerkennen. Er hätte nie spielen dürfen. Er darf jetzt nur eines nicht. Er darf nicht mehr verlieren. Nicht aufgegeben, er ist auch nicht abgereist, er wird auf jeden Fall... Einen Moment bitte. Thomas, wo warst du denn? Ich habe dich mal gesucht. Koruga hat die Partie pünktlich eröffnet, deine Uhr läuft seit einer halben Stunde. Bei meinem Zimmer. Da habe ich doch 3-4 Mal angerufen. Ja, ich weiß, aber ich hatte keine Lust. Es ist aus. Willst du aufgeben? Nein, nein, ich halte mich an die Regeln. Es wird gespielt, bis Koruga seine 6 Punkte hat. Noch ein Wortkapitel. Remis.
Remi, 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 Remi. Ich kann nicht mehr Remi spielen. Aber gewinnen kann ich auch nicht. Lassen Sie doch die Flasche da stehen. Dann brauchen Sie nicht so viel zu arbeiten. Gib die Flasche her. Nein. Bist du gekommen? Das weißt du. Weil Lindford dich gerufen hat, nein? Thomas, hör auf, bitte. Gut. Sagen wir, du bist gekommen, um mir zu helfen. Aber du hast mir nicht geholfen. Ich kann nicht mehr tun, als da sein. Ich finde, dass deine Hilfe ein bisschen spät kommt. Ein bisschen sehr spät. Du bist gemein. Du tust mir weh. Ich tu dir weh. Ich tu dir weh. Ja, darum geht's. Das ist gut. Ich tu ihr weh. Marie, reiß ab. Reiß bald ab. Ich kann deinen Anblick morgen nicht ertragen. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Kann ich reinkommen? Bitte. Ich wollte ein Glas mit Ihnen trinken. Ich hole Gläser. Kleine Vorfeier sozusagen zwischen uns beiden. Was werden wir feiern? Mein Geburtstag. Ich habe nämlich Geburtstag. Oh. Prost. Prost. Zeitungen schreiben, sie würden ihre Gegner hypnotisieren. Stimmt das? Haben Sie mich hypnotisiert? Natürlich. Ich hypnotisiere alle. Wie die Schlange das Kaninchen. Es ist ein ganz einfacher Trick. Ich habe ihn von einer Schlange. Trinken wir auf die Schlange.
aber ich will Ihnen verraten, wie Sie sich wehren können. Sie setzen eine dunkle Brille auf. Da kommen die hypnotischen Strahlen nicht durch. Ich verstehe. Tja. Sagen Sie mir, Koruga, nur ganz kurz, dann lasse ich Sie schlafen. Sie haben schließlich einen schweren Tag vor sich. Was ist Schach? Akustik ist Wissenschaft von Tönen. Musik ist die Kunst, aus Tönen Schönheit zu schaffen. Schach. Mathematik ist die Wissenschaft der Logik. Schach ist die Fähigkeit, aus Logik Kunstwerke zu machen. Und der Gegner spielt keine Rolle. Er hilft. Er gibt Widerstand. Je mehr, desto besser. Und siegen und verlieren. Das eine ist gut für die Eitelkeit. Und über das andere weiß ich nicht. Danke Ihnen. Ich gebe auf. Opfer war eins, ich dachte, es ist ja wahnsinnig. Aber dann die Kombination mit dem Springer und das völlig überraschende Damenangebot. Das war großartig, fantastisch. Thomas, das war genial.
Nur noch einen Sieg. Ich möchte jetzt allein sein. Hier steht sie wieder. Ja, bitte. Würden Sie bitten, meine Gegner, nicht zu spielen mit diesem Gegenstand. Das irritiert mich. Aber Herr Kuroga, auch Sie haben während dieses Turniers häufig mit Gegenständen, zum Beispiel mit Ihrem Fahrzeug oder mit Ihrer Zigarettenschachtel gespielt. Meine Gegenstände haben eine Funktion. Können Sie mir sagen, ja, was für ein Ding ist das? Es handelt sich um eine Glaskugel, die weder ein Geräusch verursacht, noch sonst irgendwie geeignet ist, Sie in Ihrer Konzentration zu beeinträchtigen. Es tut mir leid, Herr Kuroga, aber ich sehe mich außerstande, Herrn Rosemund das Spielen mit dem Gegenstand zu verbieten. Ich bitte Sie. Thank you.
Ich gebe auf. Das ist der Tag meines Lebens. Ja, mit der Kugel, das war ja raffiniert von dir. Was ist denn da drin? Muss doch ein Vermögen gekostet haben. Ein Schachweltmeister ist ein reicher Mann. Danke. In Havanna werden wir ihn fassen lassen. Wo? Havanna. Ich will bei dem Turnier dort die Prämie von $20,000 verdienen. Du willst weiterspielen? Aber ja. Bis jetzt habe ich gearbeitet. Ab jetzt will ich spielen. Von Havanna geht es nach Moskau, von Moskau nach Caracas. Und im Herbst haben wir die Wahl zwischen Mindanao und Santa Monica. Und wenn du verlierst? Ich habe die Schachmaschine Koruga besiegt. Niemand kann mich schlagen. Niemand. Señor José María Cosio, haga el favor de acercarse a la recepción y una llamada telefónica. Repito, señor José María Cosio, haga el favor de acercarse a la recepción y una llamada telefónica. Guten Tag, Herr Rosenmund. Ja? Wie geht's? Ja? Gut. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Erfolg in Hastings. Danke. Was Thomas leistet, ist wirklich einmalig. Er lässt kaum ein Turnier aus und kassiert überall ab, das Autos. Sie müssen ihn dazu bringen, dass er mal Urlaub macht. Es ist Urlaub für ihn. Er ist wie im Rausch. Und Sie? Sind Sie glücklich dabei, Marie? Ja. Ja, ich bin glücklich, wenn er glücklich ist. Spielen Sie Blitz?
Nur mit meiner Frau. Kuruga spielt Blitz fantastisch. Er hat mir einmal 10 Minuten gegeben und ich selbst nur 3. Ich hatte keine Chance. Werden Sie in Manila spielen oder in Santa Monica? Was wird denn bezahlt? Ich habe was von $20,000 gehört. Ula, gut. In Santa Monica? Nein, in Manila. Die Filipinos wollen sich unbedingt mit dem Weltmeister schmücken. Spielt Koruga hier? Wissen Sie das nicht? Vielleicht werden Sie es nicht verstehen, aber für mich die schönste Stadt ist Hongkong. Lass uns gehen. Was? Wir reisen ab. Was soll denn das bedeuten? Das bedeutet, dass wir abreisen. Koruga stand nicht auf der Teilnehmerliste, jetzt spielt er doch hier. Das kam doch ganz überraschend, hat gestern erst zugesagt. Ich lasse mich nicht auf diese heimtückische Art zu einem Rückkampf zwingen. Darum geht's doch gar nicht. Das ist ein Turnier und kein Wettkampf. Das Koruga weißt du doch. Es geht um Geld und nicht um deinen Titel. Ich werde ihm beweisen, wer Weltmeister ist, aber nicht hier. Sei vernünftig. Thomas, du brauchst dich doch nicht. Das. Weltmeister Rosenmund tut etwas Unerhörtes. Er spielt gegen 60 Gegner simultan blind. Der bisherige Rekord stand auf 52 Partien und die angetretenen Spieler waren keineswegs qualifiziert. Rosenmunds Gegenspieler jedoch sind ausnahmslos Vereinsspieler. Die geistige Leistung des Weltmeisters ist unvorstellbar. Er hat 3.840 Felder und 1.920 Figuren im Kopf. Das heißt, er weiß, auf welchem der 3.840 Felder sich jeder dieser 1.920 Figuren befindet. Seine eigene und jeder seiner 60 Gegner auf 60 Brettern. Tisch 16, Läufer E7 auf B4. Dame D2 nach D3. Tisch 17. Läufer F8 auf D6. Bauer E4 auf E5. Es war ein gigantischer Triumph des menschlichen Geistes und ein großer Schritt in der Geschichte der Menschheit, als Armstrong seinen Fuß auf den Mond setzte. Was die Kraft eines einzigen menschlichen Gehirns und die Geschichte des Schachs betrifft, so ist dies kein Schritt mehr, sondern ein gewaltiger Sprung in eine neue Dimension. Dame F3, F7 matt. Weißt du, wer ich bin? Marie. Weißt du, warum du hier bist? Das Blind-Simultanspiel. Wie fühlst du dich?
Angst. Ich habe Angst. Es wird wieder gut. Die Ärzte sagen, es wird wieder gut. Du musst dich nur schonen. Es ist so dunkel. Du verträgst kein Licht. Das Turnier in Moskau ist vorbei. Ja. Wer hat es gewonnen? Das weiß ich nicht. Du lügst. Ich weiß immer, wann du lügst. Koruga. Thomas. Du darfst nie wieder Schach spielen. Wer hat gewonnen? Koruga. Ja. Ich habe 54 und in 60 Partien gewonnen, nicht wahr? Du hattest einen totalen Zusammenbruch. Du wärst beinahe gestorben. Ich habe 54 gewonnen, 4 remisiert und nur 2 verloren. Das wird mir niemand nachmachen. Ich muss jetzt gehen. Bleib. Liebst du mich, Marie? Ja. Dann sagt das Turnier in Hastings für mich zu. Es ist im Juli. Bis dahin bin ich wieder gesund. Bitte, sag es zu. Thomas, das Essen ist fertig. Komm her. Schau dir den Mann an da drüben. In dem blauen Auto. Schau ihn dir genau an. Kennst du ihn? Und er hier in der Nachbarschaft? Nicht, dass ich wüsste. Aber er treibt sich hier rum, schon seit ein paar Tagen. Mal er, mal ein anderer. So ein großer, schwarzhaariger mit einer Pelzjacke. Vielleicht ist dir der mal aufgefallen. Thomas, was sollen diese Männer von dir wollen? Kannst du dir das nicht vorstellen? Nein. Der Rückkampf gegen Koruga kommt immer näher. Und? Er will nicht spielen, hat Angst. Er weiß, dass er zum zweiten Mal und für immer verlieren wird. Und er weiß, dass ich ihn diesmal zerstören werde. Ich sehe immer noch nicht, was das mit den Männern vor unserem Haus zu tun haben soll. Du bist sehr naiv, Marie. Was soll das? Das war ganz dringend nötig. Wann hast du das einbauen lassen? Da ist es wieder. Das blaue Auto. Es gehört Hartmanns. Ich habe mich erkundigt. Thomas, was ist los? Wovor hast du Angst? Ich bin auf der Hut, das ist alles. Hast du Angst vor dem Rückkampf? Wer sagt das? Ich? Er hat Angst. Koruga hat Angst. Deswegen will er mich umbringen. Begreifst du das endlich? Nein. Das ist seine letzte Chance, den Titel zurückzugewinnen.
Vom Brett kann er das nicht mehr. Jetzt probiert es so. Verstehst du das? Nein. Ich habe ihn getötet, damals in Opatia. Jetzt will er mich töten. Aber ich bin auf der Hut. Guten Tag, Marie. Darf ich reinkommen? Ja, ja, kommen Sie. Danke. Ich freue mich. Was ist, Marie? Sie wollen Thomas sprechen? Ja. Ich glaube, das geht nicht. Ist er nicht hier? Doch, doch. Er hat sich oben eingeschlossen. Ich habe ihn seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich stelle ihm das Essen vor die Tür. Und wenn ich weg bin, holt er es herein. Er sagt, Koruga will ihn ermorden. Darf ich raufgehen? Ja, bitte. Thomas, ich bin's, Lindfort. Kann ich dich sprechen? Thomas, es ist wichtig. Robert, wie geht's dir? Na ja, und dir? Komm rein. Lass uns was trinken, was magst du? Danke. Sherry, Scotch, Vino. Du weißt doch, ich trinke nicht. Ach ja. Setz dich. Danke. Was treibst du die ganze Zeit? Ich habe ein Buch geschrieben. Über dich. Über deine Kämpfe. Ich hab's dir doch geschickt. Verkauft es sich gut? Ja, als Schachbuch doch sehr gut. Ich komme im Auftrag der FIDE. Soll dir eine Nachricht bringen. Nur zu. Die Fidi hat dir drei Briefe geschrieben und dann zwei Telegramme geschickt. Aber du hast nicht geantwortet. Marie kümmert sich um die Post. Es geht um den Rückkampf gegen Koruga. Man hat den 18. März festgelegt. Ich lasse mir keine Termine vorschreiben, von niemandem. Spielst, werden sie dir den Titel aberkennen. Und wer wird dann Weltmeister werden? Koruga. Sag ihnen, ich spiele. Sag ihnen, es wird mir ein Vergnügen sein. Sag ihnen, sie hätten ihre Wahl gar nicht besser treffen können. 18 ist meine Glückszahl. Du meinst das ernst? Ja, sicher. Welchen Grund sollte es geben, nicht zu spielen? Gut. Ich freue mich, Thomas. Ich freue mich sehr. Und wo wollen wir uns vorbereiten?
Ich habe mein Buch in Norwegen in einer Blockhütte geschrieben. Die könnte ich wieder mieten. Ich brauche mich nicht vorzubereiten. Sei vernünftig, Thomas. Natürlich musst du dich vorbereiten. Koruga spielt in letzter Zeit E4. Wir können die Aljechen-Verteidigung vorbereiten. Oder die Drachenvariante. Ich habe mir da was ausgedacht. Kennt es Koruga schon? Was? Verstehe dich nicht. Ich habe dich gefragt, ob Koruga schon weiß, was du dir ausgedacht hast. Oder ob du es ihm erst verrätst, wenn ich darauf eingegangen bin. Was sagst du da, Thomas? Du bist ein Verräter. Du hast schon damals in Opatia mit Koruga unter einer Decke gesteckt und du tust es noch. Glaubst du wirklich, ich wüsste das nicht? Du bist wahnsinnig. Es ist gut, es ist sehr gut. Sag ihnen, ich spiele. Und sag Koruga, er wird nicht eine Partie gewinnen. Nicht eine einzige. Und jetzt raus. Etwas zum Abschied, Thomas. Du hast dir nur geholt, was man mir gestohlen hat. Hier bin ich der Weltmeister. Du hast nur gespielt, was ich gedacht habe. Ich danke dir dafür. Und noch etwas. Ich habe dich sehr geliebt. Wird er spielen? Ja. Marie, Sie sind alles, was er noch hat. Sie und der Titel. Und den wird er verlieren. Viertens, ich verlange für die Dauer des Kampfes, dass mir ein Mercedes mit Chauffeur zur Verfügung gestellt wird. Fünftens, ich verlange einen überdachten Tennisplatz zu meiner alleinigen Benutzung. Sechstens, ich verlange zuzüglich zu den Anreisekosten und der Hotelunterbringung in oben genannter Suite ein Taschengeld von $100 täglich für die gesamte Dauer des Kampfes. Findest du nicht auch, dass das Essen bitter schmeckt? Bitter? Nein, wieso? Weil es bitter ist. Bitter. Amer, amaro, gorko. Wenn ich mehr Sprachen könnte, würde ich es in denen auch noch sagen. Bitter. Bildest du dir ein? Du schmeckst also nichts? Nein. Gestattest du?
tatsächlich nicht bitter. Was soll das? Winzige Mengen, die geeignet sind, die Gesundheit erheblich zu schädigen und zwischen 6 und 8 Wochen zum Tode führen. Arsen. Hier. Mein Essen vom Donnerstag, Freitag und heute, Samstag, bitter. Dein Essen von heute, nicht bitter. Ich werde das untersuchen lassen. Thomas, wer sollte uns vergiften wollen? Nicht uns. Mich. Aber das ist doch völlig unsinnig. Ich kaufe die Lebensmittel ein. Ich koche das Essen für uns beide in denselben Töpfen. Was folgerst du daraus? Willst du wirklich behaupten, dass ich dich vergiften will? Weißt du eine andere Erklärung? Ja, ich weiß eine. Aber die ist noch schrecklicher als dein Verdacht. Thomas, bitte sag mir, dass du nicht meinst, was du sagst. Wo treibt ihr es eigentlich? Du und Koruga. Was niemand mehr glaubte, heute geschieht es. Nach monatelangem Ringen zwischen dem Weltschachbund und dem Weltmeister Rosenmund, nach einem Katalog bizarrer Forderungen Rosenmunds und entrüsteter Proteste Korugas, findet der Rückkampf um die Weltmeisterschaft nun endlich statt.
Ja sam Rozemund. Ti si Koruga, ja sam Rozemund. Ako hoćeš biti Rozemund, moraš da igraš u crnju. Zašto? Jer tek ti prvak uvijek. Budi ti Rozemund, pobjedit ću te. Ja sam Koruga, šahovska mašina. Wo ist Thomas Rosenmund? Und wird er noch erscheinen? Das ist die Frage, die die Zuschauer im Raum verharren lässt. Aber dahinter steht eine andere Frage. Gibt der Weltmeister nur diese erste Partie kampflos auf? Oder wird er seinen Titel gar nicht verteidigen? Wir fragen jemanden, der es wissen müsste. Herr Lindford, was sagen Sie? Rosenmund wird nicht spielen. Er ist krank. Er kann nicht spielen. Physisch oder geistig krank? Wie würden Sie seine Krankheit bezeichnen? Die medizinische Bezeichnung für seine Krankheit ist mir nicht bekannt. Paranoia? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, aber die Partie ist für Sie erst nach einer Stunde gewonnen. Also, noch 10 Minuten. Zum Bühneneingang, bitte. Thank you.
geht es Ihnen heute? Ich habe mir ein neues Schachspiel gebaut. Sie haben mir aber versprochen, nicht mehr Schach zu spielen. Sie haben mir erzählt, Sie wollen die Knetmasse, um Tiere zu modellieren. Ja, Tiere habe ich probiert. Aber ich weiß nicht mehr, wie Tiere aussehen. Waren Sie ein Hund? Sie wissen doch, wie ein Hund aussieht, oder nicht? Die Bauern sind größer als die anderen Figuren. Sehen Sie viel größer, das ist wichtig. Schließlich entscheiden Sie alles. Wussten Sie das? Sagen Sie es niemandem weiter. Das ist ein Geheimnis zwischen uns. Einverstanden? Einverstanden. Der König ist sehr klein. Man sieht ihn da kaum. Und das ist gut so. Herr Rosenmund, ist es Besuch für Sie da? Nein. Nein. Thomas. Kennst du mich? Du hast mich vergiftet. Bringen Sie sie weg. Die will mich vergiften. Kommen Sie. Marie. Weltmeister? Ja. Und er? Er war schon tot. Ich hatte ihn schon getötet, als ich ihm den Titel abgenommen habe. Er oder ich, es war ganz fair. Er hat verloren. Aber dann ist er wiedergekommen. So sind sie, die Toten. Stehen auf und rächen sich. Weißt du, was sie am meisten hassen? Uns Lebende. Ich bin noch nicht tot, nicht wahr? Nein, du bist nicht tot. Sie sind so viele und werden immer mehr. Aber solange ich Weltmeister bin, können Sie mir nichts tun. Du hast meinen König zertreten. Marie? Schreibst du einen Brief für mich? Ja, Thomas. Was wirst du schreiben? Schreib. Sehr geehrter Herr, ich fordere Sie zu einem Schachwettkampf heraus. Sie spielen weiß und ich gebe Ihnen einen Bauern vor. Gezeichnet Thomas Rosenmund.
Wirst du den Brief aufgeben? Du hast mir noch nicht gesagt, an wen er ist. An Gott. Ja, Thomas, ich werde ihn aufgeben. Ich werde ihn schlagen. Thank you.